herzlich willkommen beim neuen Führich-Talk. Ich freue mich über immer mehr Abonnenten und unser Kanal bekommt wirklich sehr viel Zuspruch. Und ich habe schon sehr viele Zuseher persönlich kennengelernt, die zu uns ins Restaurant kommen. Da möchte ich ein großes Danke sagen. Ja, heute geht es um das Thema ORF-Gebühren. Und ist es denn wirklich möglich, dass man jetzt eine Art Zwangsgebühr einführen möchte? Und dazu habe ich eingeladen Dr. Georg Brüchlig. Hallo, habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir haben uns ganz kurz kennengelernt durch eine gemeinsame Bekannte. Da hast du gerade ein Interview gegeben. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht auch ein interessantes Thema auf meinem Kanal. Hm. Ja, es geht um das Thema GIS-Gebühren und immer mehr Menschen melden sich ab, denen gelingt es auch. Mittlerweile gibt es auch sehr gute Methoden, sich abzumelden. Das war ja eine Zeit lang nicht möglich, jetzt ist es möglich. Und jetzt möchte man das ein bisschen umändern und möchten so eine Art Zwangsgebühr einführen. Ja? Derjenige, der eine Rundfunkempfangseinrichtung besitzt, es ist egal, ob er sie verwendet oder nicht, ist nach laufendem Gesetz verpflichtet, die Gebühr an die Gebührengesellschaft, die GIS, zu entrichten. Das heißt, die Grundlage der Gebührenpflicht ist nicht die Konsumation eines ORF-Programms. Die Grundlage der Gebührenpflicht ist, dass man eine, und das ist ein Knackpunkt, Rundfunksempfangsanlage in seinem Besitz hat. Das sind alle Geräte, die geeignet sind für den terrestrischen Empfang, das heißt Empfang über erdgebundene Sendeanlagen wie etwa Kallenberg, ja, für den Satellitenempfang, für den Kabelempfang. Das kann der klassische Fernsehapparat sein, das kann auch ein Computer mit einer entsprechenden Decoderkarte für den ORF sein. Wenn Sie das haben, müssen Sie zahlen, egal ob Sie das verwenden wollen etc. Hier hat sich nun in jüngster Zeit mit der technischen Entwicklung ein Problem ergeben für den ORF. Das Streamen. Richtig, der Aspekt der Streaming-Lücke, wie man es nennt, des Streaming-Gaps. Es gibt Leute, die haben Computer mit einer Decoderkarte, empfangen den ORF, müssen ORF-Gebühr bezahlen. Ja? Dann gibt es welche, die haben einen Computer ohne Decoderkarte. Die empfangen das gleiche Programm über einen Streaming-Anbieter. Ja? Die zahlen keine ORF-Gebühr. Mhm. Das ist dem ORF sauer aufgestoßen. Er hat ja offensichtlich gemeint, er verliert Geld, er verliert Kunden. Es melden sich, wie du richtig gesagt sehr hast, ab, ja, immer mehr Leute ab und sagen, okay, ein ordentliches Programm können wir uns auch über Netflix reinziehen. Da brauchen wir den ORF nicht mit seiner Empfangsanrichtung. Jetzt hat der ORF selbst dieses Gesetz in Frage gestellt. Das ist der § 31 des derzeit gültigen ORF-Gesetzes, hat beim Verfassungsgerichtshof gesagt, Moment, Streaming-Lücke, das passt nicht. Und der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, das stimmt. Das ist quasi gleichheitswidrig. Leute, die in gleicher Weise wie die Inhaber der Rundfunkanlagen diese Programme empfangen können, brauchen nichts dafür zu bezahlen. Wir heben mit Wirkung vom 31.12. dieses Jahres das Gesetz auf. Das muss anders gemacht werden. Hier gab es prinzipiell drei Möglichkeiten. Die erste, ich knüpfe an die tatsächliche Leistung. Ich schaue, wer hat tatsächlich ein Empfangsgerät, einen Computer, über den er Streaming empfangen kann. Gut, das ist ja jeder. Das richtig. Hat ja jeder, genau. Ich werde dann zum Schluss noch sagen, wo hier der Gag dabei ist. Es hat zwar jeder praktisch, aber der faktische Nachweis wäre schwieriger. Man müsste nachschauen, und das hat ja die GIS bisher gemacht, mit ihren, ich sage immer Drückerkolonnen, ja, die nachgeschaut haben, haben sie ein Fernsehempfangsgerät, haben sie ein Rundfunkgerät etc. Das wäre die erste Möglichkeit, man sagt, okay, wir spionieren auch aus, ich entschuldige mich für den Ausdruck nicht, ich verwende ihn so, wir spionieren auch aus, ob einer einen gewöhnlichen Internetcomputer hat und schreiben ihm die Gebühr vor.
Die zweite Möglichkeit wäre eine direkte staatliche Finanzierung. Es wird keinerlei Gebühr eingehoben, sondern aus dem staatlichen Steuertopf bekommt der ORF Geld. Die dritte Möglichkeit, und das ist die, die man gewählt hat, man hebt einen nunmehr Beitrag genannte Summe ein durch die GIS, die jetzt ORF Beitrag GmbH heißt, aber nach wie vor eine private GmbH ist, rechtlich streng genommen. Und diese GIS, sagen wir Entgeltsgröße, ich weigere mich, ein bisschen das Wort Entgelt zu verwenden, wenn ich keine Leistung bekomme. Wenn ich weder einen Computer noch einen Fernseher habe und trotzdem zahlen muss, ist das, was ich zahle, kein Entgelt, weil ich ja keine Gegenleistung kriege. Diese Variante hat man jetzt gewählt. Der Gestalt, dass man gesagt hat, okay, wir werden von allen Leuten, tendenziell von allen Leuten diese Gebühr, oder sagen wir diesen Beitrag einheben. Und zwar, das ist ein bisschen komplex und das ist dann auch datenschutzrechtlich interessant. Der VfGH hat in seiner Entscheidung gesagt, es steht die Möglichkeit im Raum, dass man typisiert einhebt bei typischen Größen. Und hier sagt man nun, typischerweise hat jeder ein internettaugliches Datengerät. Daher kann ich sagen, alle sollen zahlen. Wie hebt man jetzt ein? Was melde an? Die Gebühr, ja, die Gebühr ist, oder der Beitrag ist zu unterscheiden in einen für Privatrechtssubjekte und also private Personen und einen für Unternehmen. Für private Personen ist vorgesehen, bei jeder Wohnung, ja, kein Haushalt, keine Person, gar nicht, Wohnung, jeder Adresse, genau genommen steht es im Gesetz, bei der beim Zentralmeldeamt zumindest eine volljährige Person gemeldet ist, als Haupt gemeldet, ja, ist die Beitragssumme fällig. Diese Beitragssumme ist für alle Personen, die in dem Haushalt wohnen, alle Volljährigen, als eine Gesamtschuld gedacht. Das heißt, jeder schuldet den ganzen Betrag. Wenn einer sie bezahlt hat, dann ist das okay, dann werden alle frei. Das ist im privaten Bereich. Also der einzige Anknüpfungspunkt, hauptgemeldet an einer Adresse. Ja? Die zweite Variante, die hinzutritt, ist der Beitrag für Unternehmer. Wie Restaurants zum Beispiel. Ja, auch, ne? Wie zum Beispiel dein Restaurant hier. Mhm. Und da hat man sich was ganz Schräges ausgedacht. Anknüpfungspunkt ist nicht die Adresse, Anknüpfungspunkt ist die Kommunalsteuerpflicht. Das heißt die Anzahl der Mitarbeiter, ne? Ah, wird noch ein bisschen schräger. In jeder Gemeinde, in der ein Unternehmer eine Betriebsstätte hat, für die er kommunalsteuerpflichtig ist, muss er den Beitrag leisten. Hättest du 5 Restaurants in 5 verschiedenen Gemeinden, müsstest und wärst du überall kommunalsteuerpflichtig, also Hugo, hättest du Angestellte, für die du zahlen musst, dann wärst du 5-mal beitragspflichtig. Obwohl ich zu Hause eigentlich schon zahle. Ah, das wird komplexer. Es wird gegengerechnet, wenn jemand in einer Wohnung wohnt und dort seine gewerbliche Tätigkeit ausübt und dort aber auch hauptgemietet ist, dann braucht das nur einmal zu bezahlen. Ja, aber das sind ja alles Daten, zu denen darf man normalerweise gar keinen Zugriff haben. Eben, ne? Es kommt noch viel ärger. Mhm. Zunächst mal, du zahlst nicht einen Beitrag für eine Betriebsstätte, sondern es wird die Lohnsumme angesehen. Und entsprechend der Lohnsumme zahlst du den einfachen, den zweifachen, den dreifachen Beitrag, ja, für die Betriebsstätte. Das ist, wie gesagt, vollkommen schräg. Wenn ich eine Betriebsstätte habe mit 200 Arbeitnehmern, Fließbandbetrieb, Stahlproduktion, die haben doch bitte nicht neben dem Fließband 200 Fernseher stehen. Mhm. Das ist ja lächerlich, ja. Der Hintergrund für diese schräge Konstruktion ist, dass man sagt, und damit bin ich jetzt vorhin mit einem Einwand der Daten. Hier können wir sehr leicht die Daten erheben. Mhm.
Und dazu hat man sich eine besondere Methode ausgedacht. Die ORF Beitrags GmbH. Das ist, wie gesagt, eine GmbH, deren Gesellschafter aber nur sein können der ORF oder der Staat. Ja? Aber eine privatrechtliche GmbH im Sinne des GmbH-Gesetzes. Die Konstruktion an der Stelle kurz bemerkt, es ist ein beliehener Unternehmer. Hier agiert diese GmbH als eine Behörde, wenn sie den Beitrag einhebt. Und diese GmbH hat jetzt eine Menge Rechte. Sie hat Zugriffsrechte auf eine Unmenge an Registern. Sie kann hineinschauen ins Vereinsregister, ins Firmenbuch, in das zentrale Melderegister. Hallo, und zwar auch in die gesperrten Daten. Mhm. Im Gesetz und ins Transparenzregister. Sie kann also schauen, ob du irgendeine Förderung kriegst. In den Materialien zum Gesetz, also im Bericht, in dem die Regierung geschrieben hat, warum sie dieses Gesetz so vorschlägt, steht drinnen, das vereinfacht die Verwaltung. Man braucht nicht mehr für den Bürger, bürgernahe. Ne? Der Bürger ist nicht mehr gezwungen, dem Staat sein Einkommen nachzuweisen. Der Staat schaut gleich ins Register hinein. Aber wer gibt die Berechtigung, dass diese GmbH in unseren Daten herumschnüffeln darf? Die Berechtigung dazu gibt dieses Gesetz. Man wird sich genau anschauen müssen, ob hier die Voraussetzungen, das öffentliche Interesse im Sinne der DSGVO überhaupt gegeben sind. Wollte ich grad sagen, es wird sehr weit eingegriffen und es gibt eine Berechtigung der GmbH, die Daten bezüglich eines Unternehmens, die Daten des letzten Prüfberichts betreffend die Kommunalsteuer anzufordern. Mhm. Und es gibt eine Berechtigung, eine Kommunalsteuerprüfung, wie es heißt, anzufordern. Dass die Behörde, oder besser gesagt die GmbH mit Behördenqualität, auch ganz sicher sein kann, dass das bei dir korrekt ist, dass du wirklich nur einen Beitrag bezahlst mit 32 Euro und nicht vielleicht verpflichtet wirst, zwei mit 64 zu zahlen, dafür kann sie eine Kommunalsteuerprüfung anregen. Das heißt, sie kann eine Steuerprüfung bei dir machen lassen, um herauszufinden, ob du ihr nicht vielleicht 32 Euro vorenthältst. Das ist vollkommen schräg und zeigt, das ist jetzt eine Interpretation, die ich vorsätzlich in den Raum stelle, als eine Möglichkeit, zeigt, dass man unter Umständen annehmen kann, dass das eigentliche oder eines der eigentlichen Ziele der Reform ein Zugriff auf die Daten ist. Mhm. Ja? Hier greift ein Krake mit allen acht Armen auf Daten zu, die er sonst nie bekommen würde. Ja? Das ist hier gerade aus der Sicht der Unternehmer eine ganz wichtige Sache. Es geht nicht nur darum, es wird immer nur unter dem Gesichtspunkt erörtert, na, da kriegt der ORF Geld, da kommen wir später noch darauf zurück, da kriegt er Geld von allen Leuten. Das ist ungerecht. Ich glaube, das ist zu kurz gegriffen. Es geht nicht ums Geld, das der ORF kriegt. Es geht um die Begleitumstände. Wie das passiert. Wie das geschieht und um die Daten, die dabei erhoben werden können. Jetzt kann man dagegen aber etwas machen. Ja. Und ich glaube, die Frist läuft. Darum haben wir das Interview auch noch schnell eingeschoben. Die Frist läuft, glaube ich, am 25. Mai ab. Die Leute sind müde geworden. Die wollen irgendwie nicht mehr so, weil sie sich wahrscheinlich denken, meine Güte, ich habe da eh keine Chance. Meine Güte, es passiert eh nichts. Ja, genau, richtig. Wie du richtig gesagt hast, 25. Mai, der Endtermin für Stellungnahmen, die man ans Parlament über die Parlamentswebsite einbringen kann. Da ruft man dort die Parlamentswebsite auf, da gibt es ein Suchfeld, da ruft man ORF-Finanzierungsgesetz auf, dann bekommt man die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen, einzutippen in dieses Feld, das dafür bereitgestellt wird. Ist das sehr kompliziert? Nein, es ist nicht kompliziert. Wenn du eingibst, ich möchte Stellung nehmen, kriegst du ein Feld, wo steht, und jetzt tippen sie uns ihre Stellungnahme hinein. Freundlich sollte man sein, sonst lesen sie die nicht. Und man sollte knackige
Angriffspunkte bieten. Also nicht einfach, ich bin dagegen, sondern so wie wir es jetzt gemacht haben, ich bin dagegen, beispielsweise ich bin dagegen, weil ich nicht möchte, dass meine Daten allgemein zugegriffen werden, etc. Also eine echte Argumentation drinnen. Nicht nur Wut ist kein Argument. Ja. Du kannst dir auch, wenn du wissen möchtest, was andere Leute denken oder wie die es formulieren, diese anderen Texte aufrufen und kannst dir ansehen als Musterbeispiel. Es wird auch Musterbeispiele dafür auf bestimmten Websites im Internet geben, wo man etwas herunterladen kann. Es ist natürlich intelligent, wenn man immer die eigenen Ideen auch einfließen lässt. Denn wenn 200 Stellungnahmen kommen, die aber alle offensichtlich wo abgekupfert sind, werden die faktisch nur einmal berücksichtigt. Wie viele Stimmen müssen da sein, dass sich auch was tut? Gibt es keine konkreten Regeln. Theoretisch könnten Sie über alle drüber fahren. Okay. Sie werden es nicht tun. Es wird darauf ankommen, wie gewichtig der Einwand ist. Wer sich dagegen stellt, wenn sich eine Gewerkschaft dagegen stellt, wenn sich eine Unternehmerverbindung dagegen stellt, hat ein Einwand unter Umständen mehr Gewicht, als wenn 2000 Leute hinschauen, ich mag nicht. Ja? Kann man aber im Voraus nicht sagen. Hier in diesem konkreten Fall haben wir, wie du richtig gesagt hast, bis jetzt noch relativ wenig. Wir müssten wesentlich mehr bekommen. Ab einer gewissen kritischen Masse, wenn wir einige 10.000 haben, ja, ist es unübersehbar. In diesem Falle, so hat man mir hinterbracht, stehe unter Umständen auch ein Protest der ORFler selber dagegen. Denn, ich habe vorhin gesagt, es muss, so ist die Theorie, dieses staatliche Fernsehen oder dieses Fernsehen für alle erhalten werden, sicher finanziert werden. Und man weiß natürlich, hat gewusst, dass es dagegen Proteste geben wird. Deshalb hat man gesagt, wir wollen auch sichern, dass der ORF wirklich nur seine Kosten umlegt. Du hast vorhin gefragt, wie hoch ist der Beitrag? Der Beitrag nach dem neuen Gesetz wird dergestalt ermittelt, dass der Generalintendant einen Vorschlag macht an den Stiftungsrat. Und dieser Vorschlag muss so formuliert sein und so fundiert sein, dass genau die Nettokosten des ORF, das sind seine Gesamtkosten für die Produktion, abzüglich der Werbeeinnahmen, die er hat, diese Nettokosten exakt durch den Beitrag gedeckt werden. Er muss also kostenneutral arbeiten, er darf aber keine Gewinne machen. Ja? Damit haben wir jetzt die Frage, wie hoch sind die Ich wollte gerade sagen, wie transparent ist der ORF, das dass man das auch nächste. Weiß, weil wir sollten transparent sein, wenn wir unsere Daten hergeben, und wie transparent ist der ORF, wo man weiß, okay, welche Gehälter werden wirklich ausbezahlt und darum geht es ja eigentlich. Richtig, und da gibt es jetzt eine neue Bestimmung. Die höchsten Gehälter über 170.000 Euro im Jahr sind wie viel? 170.000 für eine Person. Für eine Person, ja. Die sind namentlich auszuweisen. In der Anlage zum Transparenzbericht, die anderen Gehälter, die niedrigeren, in Gruppen gegliedert, wie viele Arbeitnehmer das jeweils sind. Jeweils die Bruttolöhne, weil die finanzielle Belastung dargestellt werden soll. Und es ist auch vorgesehen, dass alle Nebenbeschäftigungen zu melden sind und so weiter. Hier habe ich Leuten hören sollen, sich bereits Leute aufregen und sagen, da steige ich aus oder ich gebe eine Stellungnahme gegen das Gesetz ab. Mir geht das an sich noch nicht weit genug. Denn es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass einer sagt, ich source mich selber out. Ich steige aus und es wird meine GmbH, die aber nicht meine GmbH ist, dort anbieten. Zu dem Gehalt, das ich bisher bezogen habe und das weit überhöht wäre. Hier schlage ich vor, es gibt eine wirtschaftliche Eigentümerregistratur, in der festgehalten wird bei den Gesellschaften, wer die letztendlich dahinterstehende natürliche Person ist. Da werden die Firmenbuchzusammensetzungen der Gesellschaften gesucht. Die besteht zum Beispiel aus die GmbH, aus zwei anderen GmbHs. Jetzt schaut man nach, wer steht hinter diesen GmbHs,
so lang, bis man unten ist und sagt, welche natürlichen Personen, Meyer und Müller, stehen hinter dem Ganzen. Und man könnte sich durchaus überlegen, ob das nicht hier in einer ähnlichen Form Sinn machen würde. Da könnte man durchaus vorstellen, dass man dann bei der einen oder anderen GmbH einen Niedriglohnempfänger des ORF am Ende der Kette der Nutznießer der GmbH findet. Sehr spannend. Das könnte man sich durchaus überlegen dazu, ob man das nicht noch in das Gesetz reinreklamiert. Jetzt ist es ja so, dass der ORF ist ja auch jetzt nicht wirklich sehr, er berichtet sehr einseitig. Ja, das ist das Nächste. Ich habe gesagt, es gibt zwei Dinge, aufgrund deren man den ORF unbedingt als eine Institution haben möchte. Einmal Objektivität und einmal Allgemeinheit, allgemeine Verbreitung. Hier wird man zunächst einmal, wie du richtig angedeutet hast, die Frage stellen, erfüllt der ORF überhaupt diese Bedingungen, aufgrund deren man sagt, wir müssen ihm eine gesicherte Finanzierung geben. Ist er objektiv und strahlt er allgemein ab? Und hier sage ich, das möchte ich jetzt als meine eigene Kritik einbringen persönlich, ich halte die Idee, der ORF muss über Gebührenbeiträge oder was auch immer öffentlich-rechtlich, halböffentlich-rechtlich gesichert finanziert werden, weil er ja als objektiv und allgemein produzierendes Sendeunternehmen keine hinreichenden Werbeeinnahmen hat, für falsch. Ich sehe das so. Der ORF hat einen, das stelle ich zur Diskussion, einen allgemeinen Bildungsauftrag. Das steht in § 4 Absatz 1 Ziffer 1 beim sogenannten Kernauftrag des ORF im ORF-Gesetz. Information an die Allgemeinheit. Ja? Das kann er nur erfüllen, wenn er tatsächlich Zuseher hat. Ja? Und damit ist er in der gleichen Situation wie ein kommerzieller Sender. Der kommerzielle Sender braucht Zuseher, damit Leute bei ihm Werbung schalten, die sie an diese Zuseher ranbringen wollen. Der ORF braucht genauso Zuseher. Denn wenn er nicht seine Einschaltquote hat, wird ja niemand von seinem Bildungsauftrag erfasst. Und jetzt sage ich folgende Konstruktion. Wenn der ORF eine Sendung macht, die sehr gut ist, die bei vielen Leuten ankommt, wird er möglicherweise in der Lage sein, damit auch kommerzielle Erfolge über kommerzielle Werbung zu haben, wenn viele umschalten. Da braucht er keine Unterstützung durch einen Kompensationsbeitrag. Wenn der ORF eine Sendung macht, die sich 200 Leute anschauen, dann wird er keine kommerziellen Einnahmen haben. Er hat meines Erachtens aber auch keinen Anspruch auf einen kompensierenden Beitrag, denn eine Sendung, mit der er 200 Leute anspricht, kann ja wohl nicht als Realisierung seines allgemeinen Bildungsauftrages angesehen werden. Da erfüllt er den Kernauftrag nicht, dessen wegen man ihn überhaupt installiert hat, und dann verdient er keine Kompensationszahlung, dann soll er abschalten. Das ORF-Gesetz sagt im genannten § 4 ausdrücklich im Absatz 2, auch dann, wenn Spartenfernsehen zur Anwendung gelangt, gilt der allgemeine, an die Allgemeinheit gerichtete Informationsauftrag. Das heißt, er müsste auch, wenn eine Fußballsendung überträgt, das so machen, dass er möglichst viele Leute damit anspricht. Wenn ich im Fernsehen eine wissenschaftliche Talkshow sende, die sich ganz exakt an 200 Zuseher wendet, ja, dann ist das der Versuch der Befriedigung intellektueller Eitelkeit, aber das ist keine Erfüllung des Kernauftrags des ORF. Und wenn er damit nichts verdient, dann verdient er auch keinen Beitrag, wenn er den Kernauftrag nicht erfüllt. Ich bin daher durchaus der Meinung, dass man sich überlegen sollte, brauchen wir einen öffentlich gestützten ORF überhaupt? Ja? Und genau das wird jetzt ein Punkt sein, der sehr wichtig ist. Man hat dem ORF jetzt in der Änderung des ORF-Gesetzes eine weitere Kompetenz im Bereich der Digitalisierung gegeben.
er kann jetzt in einem sehr weiten Bereich Digitalangebote schalten, tritt dadurch natürlich in ein direktes Konkurrenzverhältnis zu den anderen Medien. Deshalb sind ja die Medien auch am Tag der Pressefreiheit mit leeren Titelseiten erschienen. Und damit sind wir bei deiner Frage und dem Vorhalt mit der Objektivität. Nein, der ORF sendet nicht objektiv. Es gibt eine ganze Reihe von Beschwerden bei der Com Austria, bei der Rundfunkprüfungskommission, die alle zum Gegenstand haben, dass der ORF die in seinem Gesetz, in den Paragraphen 4 und 10 ORF-Gesetz, festgelegte Verpflichtung zur objektiven Berichterstattung, zur Berücksichtigung, zur ausgewogenen Berücksichtigung verschiedener Meinungen nicht erfüllt. Das macht er nicht. Der ORF ist eine Trommel der Regierung. Und diese Trommel der Regierung soll möglicherweise, das ist möglicherweise eine Intention dieses Gesetzes, durch dieses Gesetz so groß und laut werden, dass daneben nichts anderes mehr gehört wird. Da hat ja irgendeine Abgeordnete von irgendeiner geringeren, eine Grüße, Parlamentspartei, ich erwähne sie nicht, ich habe ihren Namen vergessen, so wichtig ist die nicht, gesagt, der ORF sei ja wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, dass die Information, die der Staat gibt, rüberkommt. Ja, genau so wird er gesehen. Dieses Gesetz soll für die Regierung eine sicher finanzierte Trommel schaffen und, das halte ich auch für möglich, das stelle ich als These in den Raum, er soll außerdem noch als Spionagesatellit fungieren, der die Daten einsammelt, die man verwenden kann. Ja, sehr spannend. Achtung, der ORF ist eine politische Maschine. Die Mitglieder des Stiftungsrates kommen von der Ernennung her aus staatlichen Institutionen. Die Mitglieder des Publikumsrates kommen vereinfacht ausgedrückt von den Sozialpartnern. Das heißt, und den Kirchen, das heißt, sie haben hier einen ganz klaren Staatsblock, der mit den Künstlern Schlitten fahren kann, der mit den anderen Medien Schlitten fahren kann, der sich durchsetzen kann, wenn dieses Finanzierungssystem kommt, aufgrund eines vollkommen eigenständigen und leistungsentkoppelten Finanzierungssystems, bei dem jeder bezahlen muss, egal ob er eine Leistung vom ORF empfängt oder nicht. Das nehmen wir mal an, das käme jetzt in der Form, wie wir es im Gesetzesentwurf sehen, dann wird seitens der neuen GIS GmbH der Beitrag vorgeschrieben. Jetzt kann der Empfänger dieses Schreibens sagen, ich wünsche einen Bescheid. Ja? Die GIS ist in dem Bereich eine Behörde, wie der Mechaniker, der das 57a-Pickel drauf hat. Diesen Bescheid kann ich ganz gewöhnlich anfechten bei einem Verwaltungsgericht. Dessen Erkenntnis, wenn der Bescheid da bestätigt wird, kann ich beim VfGH und beim VWGH anfechten, also beim Verfassungsgerichtshof, beim Verwaltungsgerichtshof. Wenn ich den Bescheid beim Verfassungsgerichtshof anfechte, kann ich darin geltend machen, dass das ORF-Gesetz, in dem die Beitragshöhe geregelt ist, in § 31, beziehungsweise das ORF-Beitragsgesetz, in dem geregelt ist, dass der Beitrag von den Haushalten oder von den Wohnungen eigentlich und den Betriebsstätten eingehoben wird, kann ich diese beiden Gesetze im Rahmen meiner Bescheidbeschwerde prüfen lassen. Da kann ich dem VfGH sagen, pass auf, ich habe die Bescheidbeschwerde bekommen, meines Erachtens ist sie falsch. Warum? § 31 ORF-Gesetz, neue Fassung, ist verfassungswidrig. § 4, das wären die Betriebe, ORF-Beitragsgesetz ist verfassungswidrig. Und zwar aus den folgenden Gründen, bitte prüft das. Eine spannende Geschichte. Also wir lassen uns überraschen. Ja.
Vielen Dank, Dankeschön, dass du gekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, das zu sagen. Du bist viel beschäftigt, ein Anwalt, der sich sehr für seine Bürger einsetzt, nämlich ein bisschen Randthemen annimmt. Ja? Mhm. Schon? Es sind die Randthemen für die Menschen, die betroffen sind, ungeheuer wichtig. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder dabei warst. Und mich würde interessieren, wenn du mir in den Kommentaren schreibst, wie du die GIS-Gebühren und eventuelle Zwangsgebühren, die vielleicht kommen, wie du das siehst, ob du damit einverstanden bist oder eher weniger. Siehst du mittlerweile in Alternativkanälen deine Programme? Und ja, ein spannendes Thema. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.